Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Buzz. Wir schauen heute nochmal bei der Oberhavel-Modifikation rein, weil es gab ein weiteres Update. Und natürlich müssen wir dann da reinschauen, ja. So eine tolle Map muss man einfach so ein bisschen unterstützen. Und deswegen schauen wir da rein, gucken, was sich hier alles getan hat. Es sind auf jeden Fall nochmal einige Haltestellen hinzugekommen. Dazu aber gleich nochmal mehr, würde ich sagen. Und ja, ansonsten habe ich schon mal soweit alles eingestellt. Natürlich Karte Oberhavel. Fahrzeug habe ich mir gedacht, wir nehmen heute den Mercedes-Benz E-City-Bus 18 Meter Variante 3 Tür, das heißt Gelenkbus wieder im Oberhavel-Design. Steuerungsmodus natürlich wieder realistisch. Ich spiele hier auch wieder mit dem Lenkrad, falls ihr wieder sowas hören solltet. Ich hoffe, man hat es jetzt im Video gehört. Nicht wundern, Logitech G25, uraltes Ding, funktioniert aber immer noch wunderbar. Ich versuche natürlich wieder einigermaßen gescheit zu lenken, dass man es nicht ganz so dolle hört. Linie und Tour, wir fahren am 6.10. ist Aufnahmedatum von dieser Folge. Circa 9.43 Uhr haben wir eine Realität. Um 9.50 Uhr geht es auf jeden Fall dann los mit unserer Fahrt. Und das sind jetzt die ganzen Haltestellen, die mittlerweile zur Verfügung stehen. Und das letzte Mal in der Folge, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, sind wir hier bis Orafol gefahren. Jetzt gibt es noch die Haltestelle Fichtengrund, Havelaue, Grabowseestraße, okay, Fähre, Schleuse am Gang bis nach Malz. Gut, haben wir auf jeden Fall nochmal einige Haltestellen hinzubekommen und ich freue mich mega auf diese Fahrt. Ich kann es einfach nicht oft genug sagen, ich freue mich mega. Es ist einfach so eine Map, die macht mir richtig, richtig doller Spaß. So, Wetter habe ich mal auf wolkenlos eingestellt, weil synchronisiert mit Berlin wäre irgendwie auch nicht so, ja, realistisch, sagen wir es mal so. Deswegen lassen wir einfach mal wolkenlos, haben wir wenigstens schönes Wetter und ich würde sagen, ich klicke einfach mal auf Start. Weil ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn ich irgendwie hier neue Modifikationen oder neue Sachen zeigen möchte und dann fahren wir im dicksten Nebel durch die Gegend und man sieht nichts oder es ist bewölkt und es sieht einfach nicht schön aus. Bei Sonnenschein durch die Gegend zu fahren ist dann doch immer irgendwie, ja, ein bisschen was anderes. So, da wären wir wieder am Bahnhof und sind eigentlich dann fast schon stark da. Die Haltestelle hier kennen wir ja alle schon, da sind wir schon öfters gestartet. Ich habe mir halt gedacht, wir fahren von hier in das neue Gebiet rein und dann wird es einfach ein bisschen spannender. ganz genau. So, okay, ich würde sagen, wir haben recht früh am Morgen, deswegen machen wir unseren Bus mal startklar. Die Leute müssen bestimmt noch auf die Arbeit, wobei um 9.40 Uhr sollte man eigentlich auf die Arbeit sein. Oder beziehungsweise ein Großteil der Menschen ist da schon auf der Arbeit. Natürlich gibt es ja da andere Zeiten. So, komm, wir machen es wieder wie immer. Wir laufen erstmal nochmal durch den Bus durch. Für alle, die neu sind auf dem Kanal und vielleicht diesen Bus hier noch gar nicht gesehen haben. So schaut der Bus aus. Ist jetzt aktuell, ihr habt es gesehen, in der Oberhavel-Lackierung mit dem Oberhavel-Skin. Wir können uns den Bus auch nochmal ganz schnell von hinten anschauen, bevor wir uns da wirklich mal startklar machen. Ist wie gesagt ein Elektrofahrzeug. Wir werden also nicht wirklich viel Motorgebrumme hören, sondern gar nichts. Wir hören so ein bisschen Pfeifen im Hintergrund. Das war es dann auch schon. Aber gut, so ist anscheinend die Zukunft. Oder ja, vielleicht, man weiß es nicht so genau. Gut, muss ich mich gerade sowieso erstmal hier wieder so ein bisschen mit dem ganzen System auseinandersetzen, aber ich denke mal, ich bekomme uns hier noch angemeldet. 9965, bestätigen, okay. Mission wurde mit Linie 804 und Kurs 1 gestartet, bestätigen wir, nehmen wir an. Wir stehen hier in S. Oranienburg, somit haben wir erreicht, dann können die ganzen Leute einsteigen und ich würde sagen, wir schalten schon mal den Motor an. Macht zwar keinerlei Unterschied, aber Hauptsache ich weiß, der Motor ist schon mal an. Klimaanlage ist auch eingeschaltet. Ich weiß gar nicht mehr, konnte ich hier die Wärme einstellen irgendwo? Ich bin zu selten mit diesem Bus unterwegs. Beziehungsweise auch allgemein zu selten hier in The Buzz unterwegs in letzter Zeit. Da oben sieht es aus wie Klimaanlage. Temperatur 18 Grad. Okay, wir kriegen das so angezeigt. Ja, gehen wir mal auf. Ja, 22 ist vielleicht ein bisschen viel. Also 21,5 ist immer ganz gechillt eigentlich. Ja, komm. So, 21,5. Habe ich es wieder zu genau genommen. Gut, ich würde auch die Bremse schon mal lösen. Wir könnten theoretisch schon mal einen Gang reinknipsen. Da sind wir schon mal in Drive drinne. Eingestiegen sind hoffentlich alle. Weil ich steige gerade mal aus, gucke, ob alle eingestiegen sind. Alle drinne. Ich hab's. Ah, habe ich die... Doch, Zielanzeige ist an. Es will aber irgendwie keiner mit. Vielleicht sollten wir auch mal die Türfreigabe reinmachen. Will dann irgendjemand mit... Nö, sieht nicht so aus. Gut. Dann machen wir den Bus wieder startklar. Wir haben 9.50 Uhr. 9.50 Uhr sollen wir los. Machen wir doch mal die Tür zu. Ja, es ist einfach enorm leise in so einem Elektrobus. Muss man leider einfach sagen.
So, dann können wir aber auch los. Boah, da schießt er direkt los. Ja, ich muss gerade erstmal Gas geben und bremsen, weil wenn ich das nicht zu Beginn mache, dann kann man nicht so wirklich mit Feingefühl fahren. Das liegt aber, glaube ich, einfach an meinem alten Lenkrad. Wobei ich hier gerade was festgestellt habe. Ich muss nochmal ganz kurz pausieren. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Jetzt funktioniert nämlich auch das Umherschauen mit dem Lenkrad. Das hat eben gerade nicht funktioniert, weil die Software nicht gestartet war, so wie es aussieht. Also vom Lenkrad. Diese alte Logitech-Software. Und wenn die nicht gestartet ist, dann kann ich mich nicht umgucken. Mit den Knöpfen hier beim Schaltknüppel. Muss mich gerade auch erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen, dass dieser Bus hier einfach mega Gas gibt, wenn man da ganz leicht das Gaspedal antippt. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich bin mal auf das neue Gebiet gespannt, weil ich habe jetzt, keine Bilder gesehen, was sich da geändert hat. Ich habe auch bei keinem anderen YouTuber irgendwie reingeschaut, ob oder was sich da genau geändert hat. Wir lassen uns da einfach wieder überraschen, wie sonst auch immer. Nächste Haltestelle. Turmerlebnis City. Ich lasse mich ja da immer so ganz gern überraschen eigentlich, was so neu ist in so Spielen und bei so Updates. Achso, was mir gerade noch auffällt, das müsste ich vielleicht auch gerade nochmal machen. Ich habe gelesen, dass man den KI-Verkehr jetzt auf 100% stellen soll. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich habe bei Steam bei der Beschreibung stand drin, kein Verkehr unterwegs. Dann soll man den Verkehr auf 100% stellen. Und wir haben hier gerade nicht ganz so viele Fahrzeuge unterwegs. Deswegen, ach, ich habe sogar auf 100% stehen. Alles klar. Gut. Achso, weil wir das letzte Mal in Berlin unterwegs waren, glaube ich, in der letzten Folge. So, jetzt aber. Jetzt sind wir hoffentlich komplett startklar. Also es sind ja Autos unterwegs, aber halt ziemlich wenige aktuell. So, da sind wir auch bei der Haltestelle angekommen. Turm Erlebnis City. Moin. Moin. Morgen. Guten Morgen. So, jetzt sind wir hier bei der Hauptstraße. Hauptstraße müsste eigentlich ein bisschen mehr Fahrzeugverkehr unterwegs sein. Sieht auch so aus. So typisch ländlich. So, ich hoffe, da kommt niemand. Oh doch, da kommt jemand. Aber muss er jetzt einfach mal kurz warten, bis so ein großer Bus halt über die Straße drüber ist. Dauert es ein bisschen. Will ja auch nicht wie so ein Bekloppter da rumrasen. Ich meine, das mache ich zwar manchmal ganz gerne, aber nee, wir wollen es natürlich versuchen, einigermaßen realistisch zu halten. So. Nächster Halt erreicht. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hätte gerne einen Fahrschein. 24-Stunden-Karte in Berlin B. Nicht Berlin BC. Natürlich, in Berlin sind wir gerade nicht unterwegs. Hallo. Hallo. So, 24-Stunden-Karte. Moment, irgendwas stimmt da doch nicht, oder? 24-Stunden-Karte. BC. BC, 24-Stunden-Karte. Möchte ein anderes Ticket? Ach so, BC ermäßigt. Entschuldigung. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass es da Unterschiede gibt. Hab mich gerade nur gewundert, weil der Preis schon... Okay, jetzt soll es aber passen nochmal. 6,30. Naja, weil der Preis hier oben hatte nicht mit dem übereingestimmt. Deswegen war ich gerade so ein bisschen verwirrt. Aber ich habe auch nicht gelesen, dass es hier hinten noch ermäßigt dahinter steht. So, er hat 7 bezahlt. Das heißt, er kriegt noch 70 Cent zurück. 50 und 20 so. Morgen. Morgen. Einen Fahrschein bitte. Einzelfahrausweis, aber Berlin... ich sage immer Berlin ABC, weil Berlin, es ist einfach drinne. Es ist einfach drinne, Entschuldigung. So, Einzelfahrausweis. Da haben wir hier auch im Bar, kostet 4. Vielen Dank, passt, wunderbar. So, dann nehmen wir die Türfreigabe hinten raus. Aber wollte auch sowieso gerade keiner raus, aber ich tue trotzdem. Das Knöpfchen drücken bringt mich nicht um, dann ist die Tür hinten freigegeben. Wer da raus will, kann raus.
Straße der Einheit. Straße der Einheit. Ach ja, schön morgens hier beim Sonnenaufgang irgendwo schön draußen bei einem Kaffee sitzen. Wobei es mittlerweile vielleicht schon mal so ein bisschen oder ein bisschen zu kalt wird, um draußen zu sitzen morgens. Aber gut, man muss sich nur passend anziehen. Ich bin immer noch so jemand, wir haben heute Morgen 7 Grad. Ich renne immer noch mit dem T-Shirt rum. Gestern noch barfuß mit kurzer Hose. Mein Gott. Ich bin ja eigentlich immer recht hart im Nehmen, was so Kälte betrifft. Aber es wird doch, man merkt, es wird langsam dann Zeit, dass man vielleicht doch mal wieder einen Pullover anzieht. Ja, längere Hose, ob man wieder Socken anzieht. Ich fand es jetzt wieder so krass, der Umschwung von Sommer irgendwie. Wobei, so ein richtig harter Sommer war es ja dieses Jahr eigentlich nicht. Aber trotzdem war diese Umstellung jetzt von, es ist total früh wieder dunkel. Ja, es ist total kalt nachts und morgens und abends. Ja, das ist alles wieder so neblig, feucht. Es ist irgendwie so krass wieder gewesen. So von heute auf morgen, zack, Sommer vorbei, ab jetzt ist Herbst. So kommt es mir auf jeden Fall vor. Ist schon irgendwie wieder sehr krass. Ist schon irgendwie wieder sehr krass gewesen, die Umstellung. Bedenkt, jetzt ist schon wieder Oktober, jetzt müsste man schon wieder einen Termin machen, normalerweise für Straße der Nationen. Für die Winterreifen, ja, dass man wieder das Auto in die Werkstatt bringt, das Auto wieder startklar macht für Winter, wobei ich habe es ja schon öfters gesagt, bei uns in der Gegend, das ist eigentlich so selten Winter. Ich meine, klar, Minusgrade schon, aber ich muss morgens theoretisch nicht raus, außer es ist halt wirklich mal, dass Katrin irgendwie verschläft oder ihr Fahrrad nicht funktioniert, dass ich sie dann morgens auf die Arbeit fahre oder so. Aber ansonsten, ich muss halt morgens eigentlich nicht Auto fahren. Also für mich persönlich würde es sich überhaupt nicht lohnen, da irgendwas umzustellen. Aber klar, falls da dann doch mal Schnee liegt oder es halt doch mal Minusgrade sind, was halt bei uns extrem selten ist, ist es schon besser, man hat Winterreifen. Aber ich finde es halt irgendwie nur so ein bisschen doof von der Werkstatt. Ja, wenn man von so einer Felgengröße bis so einer Felgengröße kostet es nur so und so viel, voll wenig, ja. Und dann hast du eine etwas größere Felge auf deinem Auto drauf, ja, dann musst du auf einmal das Doppelte bezahlen. Das finde ich so ein bisschen, weswegen es mir immer ein bisschen wehtut, das Auto dahin zu bringen, weil Next Stop Sachsenhausen Memorial. Die Sommerreifen Memorial des Sachsenhausen. Ja, die Sommerreifen sind halt ein bisschen größer als die Winterreifen. Das heißt, nur weil die Sommerreifen runter machen, muss ich den teuren, vollen Preis bezahlen. Und die Winterreifen sind eigentlich die kleine Stufe, die günstiger wäre. Und warum genau das irgendwie mehr kostet oder nee, ich verstehe es nicht. Aber so ist es halt. Ja, früher haben wir immer selber Reifen gewechselt, aber nachdem leider mal zwei Wagenheber zerbrochen sind unter einem Auto. Ich weiß nicht, was da los war. Keine Ahnung. Wir haben immer Reifen gewechselt und wir wussten auch, wie man das macht und so weiter und so fort. Gar kein Thema. Ist ja auch nicht so schwer, ehrlich gesagt. Aber es hat tatsächlich zwei Wagenheber zerlegt. Ein Auto. Ja, das Auto ist auch runtergekracht. Wir hatten nichts runtergelegt zum Absichern. Ja, man kennt's. Ja, wenn man sowas privat macht, denkt man, ja, der Wagenheber hält schon. Ja, ja. Das haben wir draus gelernt. Plötzlich hat das Auto auf der Bremse gelegen. Ja, das Geile war, da haben wir einen anderen Wagenheber genommen und den hat es auch einfach zerlegt. Und die Wagenheber, alle beide waren für viel mehr Gewicht ausgelegt. Und die sind jetzt nicht weggerutscht oder so, die sind einfach, von der Funktion her haben die komplett versagt. Komplettes Gewinde durchgerutscht und was weiß ich, total merkwürdig. Ich weiß nicht, irgendwie an dem Tag war gefühlt die Schwerkraft ein bisschen stärker. Ich habe keine Ahnung. Ja, und dann habe ich mir nächste Haltestelle. Adelow. Dann habe ich mir auch so einen Hydraulikwagenheber geholt. Der ist lustigerweise auch nicht ganz so geil gewesen. Also den hatten wir dann. Ich sehe gerade nicht weiter rum. Wir fahren einfach mal auf gut Glück raus. Wird schon nichts passieren. Jawohl. Ist ja nicht ganz so viel los. Der Herr, da ist eigentlich gerade nicht grün für Sie. Du konntest den Hydraulikwagenheber schön hochpumpen.
Problem war halt dann, der hat nur ein paar Sekunden lang quasi die Höhe gehalten, da ist er schon wieder abgesackt. Auch wenn du den halt zugemacht hattest, dass er eigentlich den Druck halten sollte. Nö, hat er nicht. Keine Ahnung. Aber normalerweise pumpt man ja hoch, tut dann irgendwie Klötze drunter, dass das Auto nicht runterkracht und so weiter und so fort. Aber ja, naja. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen. Aber nee, irgendwie keinen Bock mehr, das selber zu machen. Falls wieder die Wagenheber es zerlegt, dann habe ich auch wieder Geld los. Und nee. Einfach in die Werkstatt gebracht ist dann doch angenehmer. Ist angenehmer. Außerdem werden in der Werkstatt gleich die Räder dann ausgewuchtet, was ja auch nochmal extra Geld kostet, was ich aber dann wieder nachvollziehe, weil das ist ja eine Mehrarbeit, Mehraufwand und so weiter und so fort. Das ist okay. Die Maschine muss ja auch dafür quasi bezahlt werden. Da sage ich nichts. Aber warum man halt für unterschiedliche Felgengrößen unterschiedlich bezahlen muss, finde ich ein bisschen gemein. Da sehe ich keinen Sinn dahinter. Nächste Haltestelle. Bahnhof Sachsenhausen. Aber es kommt einem auch irgendwie so vor, als hätte man erst gestern die Sommerreifen drauf gemacht. Und jetzt müssen die schon wieder runter, jetzt müssen wieder die hässlichen Winterreifen drauf. Das sieht bei meinem Auto immer so komisch aus, keine Ahnung. Weil die Felge halt ein bisschen kleiner ist als die von den Sommerreifen. Und viel mehr Gummi als bei den Sommerreifen. Das sieht immer ein bisschen lustig aus. Aber ja, es geht halt da hauptsächlich um die Funktion. Ja, hoppala. Hauptsache Winterreifen. Dass falls man mal irgendwie los muss oder falls mal Schneelicht mal irgendwie besser vorankommt. Und falls man halt mal durch die Gegend rutschen sollte, ich wohne ja hier an einem Berg, ja, dann kann es mal passieren, dass das Schneelicht ein Auto ein bisschen weiter rutscht, also sollte, dann kannst du wenigstens getrost an den Bordstein dran knallen, ohne dass die Felge kaputt geht. Es ist halt manchmal so ein bisschen brenzlig, wenn dann mal Schnee liegen sollte, was es ja jetzt schon viele Jahre nicht mehr so richtig getan hat. Ja, vielleicht mal 1-2 Tage oder ich glaube, letztes Jahr war, beziehungsweise Anfang des Jahres war, glaube ich, nur mal ein halber Tag Schnee oder so. Also war auch nicht ganz so krass. Ja. Aber wenn halt mal Schnee liegt, dann ist es schon ganz schön knifflig hier, stellenweise den Berg hochzukommen. Also damals, als öfters mal Schnee lag, war das noch so. Gab es auch mal den einen oder anderen Fall. Da hat man das Auto einfach dann stehen lassen unten im Tal. Ja, ist dann hochgelaufen. Die paar Meter hatte ich gedacht, ja komm, das Auto hole ich irgendwann. Weil man einfach den Berg nicht hochgekommen ist. Problematischer oder schlimmer ist es ja, wenn man den Berg runter muss. Wenn dein Auto dann halt mal so einen Schwung drauf hat, man fährt dann direkt auf so eine schöne Kreuzung zu, ja, kannst du nicht bremsen. Da kannst du nicht bremsen. Ja, ich bin hier an der Haltestelle vorbeigefahren. Entschuldigung. War nicht gewollt. Ach, das Tor geht auf. Das ist aber nett. Das Schöne ist aber, dass die Leute im Winter darauf Rücksicht nehmen. Also, dass die wirklich dann, wenn sie sehen, oh, da kommt jemand vom Berg runter, dann verzichten die tatsächlich in den meisten Fällen auf ihre Vorfahrt, weil sie denken, oh, der kommt von da oben runter, der muss auch irgendwie bremsen. Oder die sehen schon, oh, die Räder von dem blockieren und so weiter und so fort. Und sobald die halt blockieren, ist Feierabend. Heißt, erster Gang rein und das Auto langsam mit der Motorbremse runterrollen lassen und ganz leicht die Bremse dabei antippen, dass das Auto ja nicht so schnell wird. Aber selbst wenn du dann so langsam rollst und bremst dann mal ein bisschen stärker oder willst zum Stand kommen, dann marschiert das Auto halt einfach weiter. Aber wie gesagt, die Leute sind zum Glück hier so drauf, dass sie dann tatsächlich einfach stehen bleiben und lassen sich durchrutschen. Bis du dann an eine etwas ebenere Stelle kommst. Das ist schon mega nett. Selbst die Leute im Kreisel bleiben stellenweise stehen. Wenn sie sehen, oh, da kommt von oben jemand runter. Dann bleiben die tatsächlich auch manchmal im Kreisel stehen und lassen sich da erstmal reinrollen. Ist auch nicht selbstverständlich. Ich finde es auch wirklich mega nett, dass Leute so Rücksicht nehmen. Ob das heutzutage noch so wäre, ist schon ein paar Jahre her, wo es auf jeden Fall so war. Hallo. Da war das noch ein bisschen anders. Ob es jetzt heutzutage so ist, das ist, wie gesagt, ein paar Jahre her. Die Menschheit hat sich in den paar Jahren ganz schön verändert und ich würde nicht gerade sagen ins Positive. Deswegen, ja. Also natürlich nicht alle. Ja, es gibt natürlich immer noch total positive, gute Menschen. Ganz klar. Einzelfahrausweis 2,50. Er hat in bar bezahlt, kriegt noch ein bisschen was zurück. Sagen wir hier mal 2,50. Gute Fahrt. Halten Sie sich fest.
So. Warten wir noch, bis die Person sich hingesetzt hat. Was sagt denn eigentlich unsere Uhr? Oh! Der sieht nicht ganz so gut aus. Hab ich wieder zu viel geplaudert und bin zu langsam hier durch die Gegend getuckert? Ja, mit so einem Gelenkbus rast man halt auch nicht. Allgemein als Busfahrer sollte man eigentlich nicht rasen. Ich habe ja auch schon öfters mal von meiner damaligen Schulzeit erzählt, als ich mit dem Stadtbus noch in die Schule gefahren bin. Und Halleluja. Am besten Schutzhelm auf, überall Protektoren am Körper angebracht und vielleicht noch ein Kissen in jede Lücke reingestopft und dann gebetet, dass man irgendwie heil bei der Schule ankommt. Das war aber zum Glück früher. Mittlerweile, wie gesagt, fährt eine andere Busfirma, ist alles ein bisschen entspannter. Die fahren sicherer, lockerer. Es gab damals nur einen einzigen Busfahrer bei der anderen Busfirma, der wirklich ordentlich gefahren ist und auch im Zeitplan war, bei dem du nicht um dein Leben fürchten müsstest. Bei den anderen Busfahrern musstest du alle um dein Leben fürchten. Also es war wirklich dramatisch. Ich meine, manchmal gab es lustige Situationen, hatte ich ja auch schon mal erzählt, als der eine Busfahrer morgens um kurz vor 7 Biene Maya schön laut über die Lautsprecher angemacht hat. Ja, war natürlich ein Highlight und Schlangenlinien im Industriegebiet gefahren ist. Aber ja, das war einer der lustigen Momente. Schlimmer war es dann, wenn die Busfahrer wieder gemeint haben, sie wären irgendwie auf der Formel-1-Strecke unterwegs und es ist nicht ganz so geil gewesen. Das war nicht ganz so geil. Da hast du dich wirklich überall festgeklammert und meistens war es halt so, weil die Stadtbusse halt ziemlich klein waren und ja eigentlich auch keine Schüler mit sollten, waren die halt ziemlich überfüllt zu gewissen Uhrzeiten und dann konntest du nur in dem Bus rumstehen und die sind trotzdem gefahren wie so eine gesenkte Sau. Also es war wirklich, dagegen fahre ich total harmlos hier, also wirklich. Nächste Haltestelle. So, nächste Haltestelle Orafol. Da ist, soweit ich weiß, unsere letzte Fahrt geendet hier in Oberhavel. Jetzt geht's dann dort weiter. Genau, da sind wir hier, glaube ich, in das Orafol-Werksgelände reingefahren und haben da gewendet und dann sind wir quasi zurückgefahren. Jetzt geht's dann weiter. Also wir müssen jetzt auch nicht mehr in dieses Gelände reinfahren, so wie es aussieht. Sondern können einfach hier vorne an der Bushaltestelle halten. Genau, das letzte Mal sind wir dann hier reingefahren oder vorne reingefahren. Nicht hier bei dem Tor, sondern ein Tor weiter. Hallo. Moin. Moin. Hi. Hi. Kann ich bitte ein Ticket haben? Na klaro. BC. BC. Hi. 24-Stunden-Karte. So, hat 10 bezahlt. In bar, kriegt noch 10 Cent zurück. Sehr schön. Dagegen damals die Linienbusfahrer, die waren schon immer voll entspannt. Ja, auch wenn die ein bisschen spät dran waren, die sind trotzdem, du hast so das Gefühl gehabt, ja, du kommst auf jeden Fall sicher zu deinem Ziel. Aber klar, die hatten auch einen anderen Fahrplan. Ja, die vom Stadtbus, die hatten auch wirklich einen Fahrplan, da musstest du früher oder später am Rad drehen, wenn du den einhalten wolltest. Das war einfach auch irgendwie ein bisschen blöd geplant. Mittlerweile ist es auch ein bisschen entspannter. Die Busse haben auch ab und zu mal kleinere Standzeiten drin. Ja, dass sie dann einfach mal kurz neben hinfahren, bleiben irgendwo stehen. Man hat mittlerweile bei uns das Problem, ich spreche es ja immer wieder an, man hat bei uns fast alle Bushaltebuchten entfernt. Das heißt, die Busse können nicht mehr wirklich während der Fahrt jetzt irgendwo stehen bleiben, ohne den Verkehr komplett auszubremsen oder dann zu gefährlichen Situationen irgendwie oder Überholmanövern zu verleiten. Ja, man hat jetzt gerade wieder eine Bushaltebucht entfernt und sogar das Bushaltestellenhäuschen. Das heißt, wenn es jetzt regnet, steht man einfach im Nassen. Es ist Wunder. Ich weiß nicht, was wir für Idioten bei der Planung haben. Keine Ahnung. Ja, es werden fast alle Bushaltestellenhäuschen entfernt. Und die ganzen Bushaltebuchten auf der Hauptstraße wurden entfernt oder werden aktuell entfernt. Ich weiß nicht, was bei denen los ist. Keine Ahnung. Diejenigen, die sowas planen, sollen sich mal bei Regen oder Gewitter dann einfach mal an die Straße stellen. Ja, man hat jetzt auf einer Straßenseite quasi hat man das Häuschen stehen lassen und auf der gegenüberliegenden Seite hat man die Bushaltebucht jetzt entfernt plus hat das Häuschen entfernt. Steht jetzt nur so ein Schild da, Bushaltestelle. Ich weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung. So, da müssen wir jetzt in einem neuen Gebiet ankommen. Ich weiß ja nicht, ob derjenige sich dann denkt, dass die Person sich dann halt auf die andere Seite von der Hauptstraße stellt und dann, wenn der Bus kommt, auf die andere rüber rennt, weil da musst du über die stark befahrene Hauptstraße drüber und die ist wirklich stark befahren, nicht so wie hier aktuell. Und
Ich weiß nicht, was sich so eine Person denkt. Ich habe keine Ahnung. 4 Fahrtenkarte. So, Bar 10 passt. Dankeschön. Gute Fahrt. Es ist halt besonders so, ich finde es halt echt schade, weil vorher hatte man so schöne Bushaltebuchten da und die hat man jetzt alle weg. Und jetzt musst du, wenn du wirklich durch die Ortschaft durchfährst, hier fahren relativ viele Busse durch. Du hast meistens Glück, wenn du dann durch die Ortschaften durch willst, hast du mindestens einen Bus vor dir. Oder es gibt schon mega Rückstau wegen den Bussen, weil die jetzt nicht mehr an die Seite fahren können und manchmal halt eine Minute stehen bleiben oder zwei, weil es halt einfach viel zu früh sind. Dann musst du in unübersichtlichen Kurven überholen, dann die Autos, total gefährlich, den Bus und lauter so ein Zeugs. Also ich find's einfach wirklich, ich find's Wahnsinn. Und dass man halt diesen Kurs weiterfährt und immer mehr Haltebuchten entfernt und jetzt sogar auch noch die Bushaltestellenhäuschen entfernt, das finde ich schon wirklich eine Glanzleistung. Finde ich auch sehr nett den Bürgern gegenüber, die alle auf Bus und Bahn umsteigen sollen. Das ist ja das Thema. Oh, hier haben wir eine kleine Baustelle. Ja, schön. Die sieht aber verdammt eng aus und ich bin nicht wirklich geübt mit diesem Gelenkbus hier. Aber ich denke mal, wir kriegen es irgendwie hin. Ja, sieht gut aus. Ich bin mit dem Scania sicherer unterwegs, weil ich den einfach viel öfters fahre als hier diesen Mercedes. Oh, eine Bushaltebucht. Ja, sowas meine ich. Sowas haben die bei uns alles entfernt. Und sowas ist cool. Finde ich auch cool, dass sowas in der Modifikation hier drin ist. Moin. Moin. Ich muss aber auch jetzt schon mal sagen, das neue Gebiet, wo wir gerade durchfahren, gefällt mir so optisch schon sehr cool. Sehr gut. Auch mit der Baustelle da, wo es wirklich eng zugeht, finde ich sehr schön. Schöne Herausforderung auf jeden Fall. Macht wieder so einen typischen guten Eindruck von der Modifikation. Hat der Willi wieder ganz toll gemacht. Auch danke nochmal an Willi, dass er mir den Hinweis gegeben hat, dass es ein weiteres Update für die Modifikation gibt. Ich habe es ehrlich gesagt wirklich nicht mitbekommen. Steam muss dieses Update ganz schnell heimlich im Hintergrund runtergeladen haben und ich habe es nicht gesehen. Und dadurch, dass ich nicht ganz so oft bei The Bus aktuell reinschaue, habe ich es einfach nicht mitgekriegt. Also, Willi, wenn du das hörst, immer gerne mitteilen, wenn es ein neues Update gibt. Würde mich sehr freuen. Dann geht es auch nicht unter und dann kann ich immer direkt die neueste Version zeigen. So, 30er Zone. Ich habe es aber eilig, in den Bus reinzukommen. Die laufen schon Richtung Tür, bevor ich überhaupt stehe. Das ist natürlich auch schön. Moin. Hallo. Ja, moin. Ich meine, früher beim Stadtbus, da war das auch so gang und gäbe. Sobald irgendwie der Bus gekommen ist, hast du versucht, dich irgendwie nach vorne zu kämpfen, hast dich nach vorne geprügelt und geschubst. Und weil wenn du Pech hattest, hast du nicht mehr reingepasst. Aber ich habe ja auch schon erzählt, die Stadtbusse hatten einfach die viel besseren Fahrzeiten, passend zu den Schulzeiten, als die Schul- und Linienbusse. Und da wollte natürlich jeder so schnell wie möglich nach Hause nach der Schule und dann hat sich halt jeder versucht, in die Stadtbusse reinzukämpfen. Ist halt dann oft so gewesen, dass Leute nicht mitgenommen werden konnten. Oh, das ist aber auch eine schön enge Straße. Oh, das ist auch eine schöne Straße. Ich finde es ja auch immer wieder krass. Man denkt so, ja, Deutschland, eigentlich reiches Land, hört man immer. Mein mega Schulden eigentlich, aber reiches Land. Und wenn du dann so manchmal in manchen Ecken in Deutschland durch die Gegend fährst, da hast du Landstraßen, da passt gerade mal ein Auto von der Breite drauf, wo ich mir dann immer denke, what the fuck? Wenn du dann noch so überlegst, ja, theoretisch könnte dir jetzt einer mit 100 km/h entgegenkommen und du selber fährst vielleicht 100 km/h und so Straßen. So Straßen. Finde ich immer ein bisschen beängstigend. Warum hat man nicht mehr Geld ausgegeben für einen Meter breitere Straße? Und dann ist man doch viel sicherer unterwegs. Man muss doch auch ein bisschen was für die Bürger tun, dass die hier sicher von A nach B kommen. Also im Spiel ist es natürlich mega cool. Gefällt mir sehr. Gefällt mir sehr. Jetzt ist halt so richtig ländlich. Jetzt ist halt so richtig ländlich. Bitte nicht vor dem Bus laufen. Dankeschön. Moin. Ein Fahrschein bitte. Ein Fahrschein? B
BC-ermäßigt. BC-ermäßigt haben wir da 4 Fahrtenkarte. In bar bezahlt, hat 7 bezahlt, kriegt 80 zurück. Gute Fahrt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ein Ticket bitte. Wie viel BC? Würde das denn kosten? Das kostet 13,20. Oh, das sieht gut aus. Kriegst noch 80 Cent zurück. Bitte eine Quittung geben? Oh ja, das kriegen wir, glaube ich, irgendwie hin. Quittung drucken. Ja, mittlerweile kriegen wir es hin. Am Anfang, wie das Feature neu war, ist ja nicht so wirklich hingekriegt. Da war das aber auch grau hinterlegt. Da war das, glaube ich, auch ein Bug gewesen. Malz. Schleuse. Das heißt, wir kommen unserem Ziel näher. Ich würde aber, glaube ich, dann noch gerne die Strecke zurückfahren. Das gefällt mir aber alles hier wirklich schon sehr, sehr, sehr gut in der Modifikation. Wenn ich mir das vorstelle, dann noch irgendwann im Multiplayer vielleicht, dann kommt ihr auf der anderen Strecke, wo es dann so eng zur Sache geht, oder richtig eng zur Sache geht, weil hier die Straße ist eigentlich auch mega eng. Vielleicht kommt ihr dann irgendwann noch ein Bus entgegengefahren im Multiplayer, wo du dann wirklich gucken musst, dass du irgendwie durchpasst und so weiter. Ah, das stelle ich mir schon alles richtig cool vor, da freue ich mich schon drauf. Oder auch KI-Busse. KI-Busse auch sehr schön. Wobei ich hab's ja schon öfters gesagt, ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, dass TML das irgendwie hinbekommt, dass KI-Bosse ordentlich, gescheit, ohne irgendwie durchzuglitschen, durch Berlin durchkommen. Ja, weil da allein die Busspuren auch stellenweise viel zu eng sind. Hier bei der Modifikation, Blinker vielleicht mal ausmachen, hier bei der Modifikation ist es ja auch überall extrem eng. Ich weiß nicht, ob das KI hinbekommt oder ob die dann einfach wirklich überall durchglitscht oder... Ich bin da wirklich mal sehr gespannt. Oh, Entschuldigung, Haltestelle. Busfahrer ist wieder zu sehr ins Reden vertieft. Richtig schöne Gasse, die hier hinten reinführt. Da würde ich aber mit meinem Bus sicher nicht reinkommen. Wollen Sie mitfahren? Hallo. Hallo. Ich hätte gerne ein Ticket. Morgen. Hallo, hallo, hallo. Kurzstrecke BC, Kurzstrecke, da haben wir es. In bar bezahlt, ganze 2 Euro, passt perfekt, gute Fahrt. Moin. Moin. BC, ermäßigt. Dann haben wir hier einen Einzelfahrausweis, auch in bar bezahlt. Die wollen alle nur bar bezahlen, so typisch Land irgendwie. Keiner benutzt ein Handy, nee, Quatsch. Entschuldigung, wie viel haben sie nochmal bezahlt? Okay. Da, gute Fahrt. Ja, nee, wobei, mittlerweile... Steht hier allen, da stehen noch ganz viele Leute gerade am Bus, aber ich habe Angst, dass wenn ich jetzt losfahre, dass ich da irgendwie einen Unfall baue, wenn ich die... Die sind alle so ein bisschen in den Bus reingebackt. Wir rollen einfach mal so ganz gemütlich weg. Es gab ja eine Zeit während Corona zum Beispiel bei uns, wir haben nirgendwo Fahrkartenautomaten an den Bushaltestellen. Ja, typisch Land oder Kleinstadt, gibt sowas einfach nicht. Da könntest du vielleicht am Bahnhof dir ein Ticket ziehen, wenn du gerade zufällig an dieser Haltestelle irgendwie mitfahren möchtest. Ansonsten konntest du dir während Corona bei den Busfahrern kein Ticket kaufen. Oh, das wird eng. Du warst eigentlich gezwungen, das dann per App zu machen. Dir per App ein Ticket zu kaufen. Ich muss mich gerade so ein bisschen konzentrieren, dass wir hier rumkommen. Sieht aber ganz gut aus. Und da frage ich mich halt, wie haben das die alten Leute in der Zeit gemacht? Oder haben die einfach kein Ticket gekauft? Sind schwarz gefahren? Hat ja eh keiner kontrolliert während Corona. Wollte ja keiner raus vor die Tür. Kein Kontrolleur. Oh, Feuerwehr. Feuerwehr Malz. Mittlerweile kann man, soweit ich weiß, wieder Tickets bei den Busfahrern kaufen. Aber das war halt während Corona einfach komplett blöd. Ich meine, klar, man wollte vielleicht die Busfahrer schützen, aber... Ohne Fahrkartenautomat ist es halt blöd, wenn du kein Handy bedienen kannst. Für die alten Leute, die eigentlich auf den Stadtbus angewiesen sind, war das eine echt doofe Zeit.
So, ich würde sagen, wir fahren auch noch zurück. Hab noch Bock, ein bisschen durch die Gegend zu kurven. Moin. So, moin. Hallo. Hereinspaziert. Bin mal gespannt, da vorne können wir anscheinend wenden. Oder es geht jetzt eine andere Strecke zurück, als wir hergekommen sind. Das kann natürlich auch sein. Abfahrt 10.20 Uhr, wir sind also schon wieder zu spät. Wir haben schon 10.21 Uhr. Hey, Busfahrer plaudert zu viel, sollte mal mehr fahren. Oh, jetzt wird es wieder eng. Kann aber hier ein bisschen auf den Rand drauf fahren. So sicher durchmanövriert. Ich mag so Situationen, aber ich find's total cool. Ich find's total cool. Ich meine, wir hätten jetzt auch so aneinander vorbeigepasst, aber man muss ja nicht so sich durchquetschen. Wenn man die Möglichkeit hat, ein bisschen auf den Rand rauszufahren. Ich meine, ich als Busfahrer hier habe natürlich jetzt die Verantwortung für die ganzen Fahrgäste, muss sie sicher von A nach B bringen. Und so wie es aussieht, fährt man tatsächlich einen Rückweg, eine andere Strecke als Hinweg. Das ist natürlich auch nice. Normalerweise sagt man hier Moin oder Hallo oder Grüß Gott oder Gude. Nicht einfach nur. Nur, ne? Ist blöd. Na, noch so viel Kleingeld. Okay. Ja, so Leute gibt's auch. ABC. Vier Fahrtenkarte. Hat in bar bezahlt. Hoffe, das passt wenigstens. Sieht ganz gut aus. So, matsch nach hinne. Weiß ich nicht. Ich finde, wenn man immer positiv auf andere Menschen zugeht und gut gelaunt und dann kriegt man auch so eine gewisse Positivität zurück. Das lässt einen noch ein bisschen positiver werden. Das ist, auch wenn es so ein freundliches Hallo ist oder keine Ahnung, dann bist du doch schon gleich viel besser gelaunt, als wenn er jetzt einfach nur... Weiß ich nicht. Ist nicht meine Art. Ich finde es ja immer so krass. Es gibt ja so Leute, denen scheint wirklich früh morgens schon die Sonne aus dem Arsch. Am Bachwiesen. Den scheint früh morgens schon wirklich die Sonne aus dem Arsch und die stecken dich dann einfach an. Selbst mich als Morgenmuffel, wenn ich mir morgens noch so denke, ja, lass mich doch in Ruhe, ich will meine Ruhe haben, auch wenn ich trotzdem dann morgens nett und freundlich anderen gegenüber bin. Innerlich denke ich mir, ja, lass mich doch alle ein bisschen in Ruhe, ich muss doch wach werden. Und da gibt es aber Leute, denen scheint morgens schon dermaßen die Sonne aus dem Arsch, die sind so glücklich und fröhlich drauf, dann wirst du einfach mitgerissen. Da kannst du nicht anders als dann auch total gut gelaunt sein. Hallo. Hallo. Ich benötige ein Ticket. Hi. Bitte mit Quittung. ABC mit Quittung? Oh, mit Quittung. 24-Stunden-Karte, einmal so, Quittung trocken und in bar bezahlt. Kriegst noch 30 Cent zurück. Gute Fahrt. Hi. Hi. Kann ich bitte ein Ticket haben? Na klaro. Kann ich das mit Karte zahlen? Pff, endlich mal jemand, der mit Karte zahlen möchte. Vier Fahrtenkarte, das und Kartenterminal. Wunderbar. Gute Fahrt. Ja, ist schon ein bisschen mehr los auf der Straße. Also schön, dass die anderen Autos so ein bisschen in die Seite oder auf die Seite fahren, wenn sie sehen, oh, da kommt ein großer Bus. Schön ländliche Gegend. Ich mag's. Ich find's cool. So, fahren wir ein bisschen langsamer rum. Weiß ja nicht, ob da jemand um die Kurve kommt. Und da kommt jemand. Oh, da ist eine sehr enge Brücke. Ah, wie cool. Wie cool. Die arme Brücke muss den schweren E-Bus hier aushalten. Ja, wie cool. Oh, da ist ein Schild. Lass mich noch an dem Schild vorbeifahren, dann fahre ich rüber. Sicherheitshalber mal so ein bisschen. Voll cool, ich mag's. Oh, lauf mir nicht vor den Bus, ihr verrückten Leute. Da will man noch ein bisschen eigentlich vorfahren und die laufen einfach davor. Hab's Gefühl, die wollen alle einfach umgefahren werden. Ich weiß es nicht. Ich wäre da nicht so scharf drauf, aber jedem das seine. So, ich würde hier gerade mal schnell ein Foto machen. Oh, das sieht cool aus mit der Sonne.
Foto. Gefällt mir. Können auch theoretisch die Schärfen mal wieder so ein bisschen umstellen. Komm, machen wir Fokusdistanz. Wo ist denn unser Fokus? Vorne auf die Schnauze drauf. Tiefenschärfe, Radius. So, dann haben wir das ein bisschen unscharf im Hintergrund. Sieht ein bisschen cooler aus. Und Blendenöffnung. Ja, normalerweise. Ganz niedrig. Tageszeit können wir so lassen. Nehmen wir gerade nochmal ein Bild auf. Dann haben wir doch schon mal schöne Bilder zusammen. Brauche ich an das nicht mehr denken. So, Tür zu. Weiter geht's. Schön wellige Straße, schön schräg. Das finde ich total cool. Das, sowas ist mir tausendmal lieber. Macht mir tausendmal mehr Spaß, als durch so eine gerade Ebene Stadt zu fahren, ja. Nächste Haltestelle. Dameswalde Elisabethstraße. Komm, alles gut, es passt. Ich tue nur extra so ein bisschen mehr Platz machen, weil ich diesen Bus hier nicht ganz so hundertprozentig einschätzen kann wie den Scania. Ich bin mit dem hier einfach viel zu selten unterwegs und dann macht man es natürlich auf Nummer sicher. Hallo. 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 Moin. Ja, ein moin. Ticket bitte. Ein Ticket. Kann was ich das mit haben? Meinem Handy bezahlen? Ja, gerne. Sehr gerne. Was haben wir? Einzelfahrausweis. Mit das Kartenterminal. Super. Vielen Dank. Gute Fahrt. Achso, die hat sich da vorne drauf gesetzt. Ich hab gedacht, hä, ist jetzt wieder Ticket gekauft, raus aus dem Bus? Nee, mit dem fahre ich nicht. Hauptsache, ich habe schon mal das Ticket oder so. Keine Ahnung. Ah, wieder eine Kurve auf der engen Straße. Da müssen wir gucken. Der LKW hinter mir dreht bestimmt auch durch. Der LKW ist jetzt schon die ganze Zeit hinter mir. Das sieht man ab und zu mal so im Spiegel. Schon so eine kleine Fahrzeugschlange hinter mir. Aber klar, die können hier halt auch nicht überholen. Die können hier halt auch nicht überholen. Nächste Haltestelle. Dameswalde, Nassenheider Weg. Die Straße wird immer enger gefühlt, also es wird knapp. So, der LKW und die Fahrzeuge hinter mir werden sich wieder freuen. Nächster Halt, können wieder nicht vorbei. Die Arm. Morgen. Da kriegst du als Busfahrer ein schlechtes Gewissen, wenn die Leute nicht überholen können, nicht vorbeikommen. Will noch jemand mit? Da kommt auch noch jemand die Richtung geschlittert. Nee, doch nicht. Oder machen wir zu. Machen wir zu, fahren wir weiter. Oh, Gegenverkehr. Alles gut, hast genug Platz? Ich habe auch genug Platz. Ah, au. Das wird eng. Ah, das Schild ist ein bisschen im Weg gerade. Ich meine, wir können noch einiges rüber. Schild sind wir auf jeden Fall vorbei. Gut, dann können wir auch Gas geben. Wow, sowas ist einfach cool. Mich wundert es ja, dass man hier mit der KI eigentlich recht gut klarkommt. Ich kenne da Spiele, da würde die KI genau so stehen bleiben, dass du ja nicht vorbeikommst. Hier haben wir immer so ein bisschen das Glück bis jetzt, dass man eigentlich immer gut, ohne schlimm rumzurangieren, da irgendwie durchkommt. Oh, jetzt fahren wir über die Havel drüber. Ja, wie cool. Moment. Sieht das cool aus oder sieht das cool aus? Ich find's mega. Respekt, Willi. Wirklich Respekt. Okay, ich habe den Fokus gerade anders eingestellt, aber es sieht einfach... Es sieht gut aus. Bitte bleib da vorne stehen vor der Brücke. Oh, danke. Ja, danke. Danke. Vielen Dank. Es klappt gut mit der KI. Ich kann's nicht oft genug sagen. Es sieht mega aus, es funktioniert gut, man kommt richtig gut durch, es macht richtig Bock.
Auch, dass man jetzt hier in so richtig ländlicher Gegend unterwegs ist, mit dünnen kleinen Brücken, ja, wo man gucken muss, wer darf jetzt zuerst fahren. Mega schön abwechslungsreich, auf jeden Fall. Ja, dass man auch allein hier im Ort gucken muss, dass man durchkommt, wenn da KI-Verkehr irgendwie entgegenkommt. Man staut richtig schön den Fahrzeugverkehr hinter sich. Ich hoffe, die sind sich bei der Brücke einig geworden. Mega cool. So, Vorfahrtsstraße nach rechts. Wir müssen nach rechts, also blinken wir rechts und befinden uns wieder auf der Straße, die ein bisschen größer ist. Da sind wir schon mal ein bisschen angenehmeren Gebiet unterwegs. Was heißt angenehmer? Ich finde das, der Abschnitt jetzt hier zum Schluss, ich mega, voll begeistert. Hier will keiner mit, keiner raus, alles klar, fahren wir weiter. Ich finde die Mischung auch schön, also wirklich. Lass mal gerade mal in den Gegenverkehr rüber, aber da kommt gerade auch niemand. Rasen wir ganz schnell vorbei. Geisterfahrer. Friedrichsthal, Havelaue. Havelaue. Hereinspaziert. Wir sind zu früh. Eine Minute. Weil wir keine Bushaltebucht haben, müssen wir jetzt den Verkehr wieder stauen. Ist der LKW wieder da? Nö. Hab schon gedacht. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich benötige einen Fahrschein. ABC ermäßigt. Alles klar, 4 Fahrtenkarte. Kostet 10. Also Sie wollen mit Handy bezahlen. Okay, dann. Sie können. Gute Fahrt. So, jetzt haben wir auch 10.32 Uhr. Das passt, wir können weiter. Die Baustelle, die kennen wir. Ja, perfekt, wird gerade grün. Es war grün. Für 2 Sekunden. Das Fahrzeug hat es nicht mal geschafft anzufahren. Das ist natürlich eine gute Leistung. Die Ampel hat es eilig. Ich hoffe, wir stehen jetzt nicht ganz so lange. Ich hoffe, die Ampel ist jetzt nicht kaputt. Ich hatte es auch schon mal gehabt, eine Realität, Baustelle durch, eine komplette Ortschaft durch und dann ist die Ampel ausgefallen. Und das heißt, die komplette Ortschaft war nur einspurig befahrbar und plötzlich kamen ein Autos mitten in der Baustelle entgegen. Das war ein Spaß. Das war ein Spaß, bis sich alle irgendwie geeinigt haben, wer jetzt fahren darf und wer jetzt in welche Lücke verschwindet, damit die andere Spur abfließen kann. Und das war wirklich, sowas sollte eigentlich nicht passieren. Ich weiß nicht, wie oft so Baustellenampeln irgendwie kontrolliert werden, ob die noch Batterie haben, ob die noch Saft haben. Aber sowas darf halt einfach eigentlich nicht passieren, weil das war halt wirklich extrem kacke. Seitdem habe ich, wenn es so längere Baustellen sind, immer ein bisschen Bammel, dass da irgendwie wieder was ausfällt und man dann wieder so Probleme bekommt und dann, was weiß ich, die komplette Baustelle rückwärts fahren muss und so weiter oder halt sich in irgendeine Lücke reinquetschen muss. Was ist das für eine Ampel? Ist noch gelb. Es war noch gelb. Aber so Ampeln gibt es ja auch auf Autobahnauffahrten. Ja, wenn die so ein bisschen erreichen wollen, dass nicht so eine ganze Fahrzeugkette auf die volle Autobahn drauffahren, gibt es tatsächlich so Ampeln, die dann immer von rot, gelb, grün, gelb, rot und ständig so hoch und runter schalten quasi, ja. Und dann kann immer ein Auto losfahren, wieder kurz ausgebremst, wieder losfahren, kurz ausgebremst, losfahren. Da hast du immer kleine Abstände zwischen den Fahrzeugen. Ist stellenweise gar nicht so schlecht, wenn du auf Autobahnen auffahren sollst, die wirklich so dicht befahren sind, dass es ein Problem gibt, wenn auf einmal 10 Fahrzeuge auf die Autobahn drauf wollen gleichzeitig. Wenn du es natürlich alles so ein bisschen streckst, hast du kleinere Lücken dazwischen. Das ist schon gar nicht so verkehrt.
So, will niemand mit? Doch noch umentschieden? Alles klar, ich gehe einfach mal davon aus, dass der ein Ticket hat. Wie voll ist eigentlich unser Bus? Konnte man nicht auch die Kamera irgendwie durchschalten? Funktioniert irgendwie gerade nicht. Aber naja, laut Spiegel sieht unser Bus recht voll aus, finde ich gut. Ab auf die Landstraße. Hier dürfen wir 100 fahren, die Straße ist breit genug. Ich will mit dem Bus gar nicht 100 fahren, der ist so wackelig. Ich glaube 80 reicht. Ich glaube 80 reicht. Da gibt es jetzt wieder so schlaue Einfälle aus der EU. Ich meine, wenn irgendwas gesetzmäßig aus der EU kommt, dann weiß man genau, oh Gott, das ist wieder irgendein ja, sinnloses Zeug, was das Leben von den Leuten nur schwerer macht und total dumme Sachen sind. Und zwar für Fahrschüler. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe es jetzt auch nur so ein bisschen am Rand mitbekommen. Zum Beispiel, dass Fahranfänger nicht mehr nachts fahren dürfen. Ja. Dass Fahranfänger nochmal eine Nachprüfung machen sollen. Und zum Beispiel, dass Fahranfänger nur noch 90 auf Landstraßen fahren dürfen und alle anderen 100. Ich weiß nicht genau, was für einen Stoff man sich da in den Arm spritzen muss oder was für Drogen man rauchen muss oder keine Ahnung, um auf so Ideen zu kommen, aber ich finde die ja wieder so hirnverbrannt, es tut mir leid, aber was erreicht man, wenn man das einfach mal so ein bisschen gedanklich durchgeht, was erreicht man, wenn plötzlich vor einem Fahrzeug 90 fährt auf der Landstraße? Genau, es wird überholt, weil man darf ja theoretisch 100 fahren. So, schafft man also das erste Problem, es werden wahrscheinlich mehr Unfälle passieren, weil Leute überholen an Stellen, die nicht zum Überholen gemacht sind. So, das heißt, wahrscheinlich werden auch die Fahranfänger ein bisschen genötigt, wird angehubt, wahrscheinlich angebrüllt und was weiß ich, werden auch nicht alle diese Gesetzänderungen mitbekommen und dann wird sich natürlich richtig schön aufgeregt, man schafft richtig schöne Stresssituationen im Fahrzeugverkehr. Ja, zu dem Punkt. Dann kommt ja hinzu, du hast als Fahrschüler, wenn man jetzt mal zum Thema Nachtfahrverbot für Fahranfänger kommt, es ist ja so, mit 17, 18 fangen viele die Ausbildung an, wollen dann auch dann im Auto zur Arbeit fahren, ja, zur Ausbildungsstelle. So, es ist halt blöd. Im Winter wird es früh dunkel. Das heißt, du fährst im Dunkeln los, kommst im Dunkeln wieder heim. Kannst du also nicht mit deinem eigenen Auto zur Ausbildungsstelle fahren. Auch wenn du 18 bist, du musst ja dann erstmal, was weiß ich, ein Jahr lang oder so, keine Ahnung, was da die Zeitspanne ist, dann auf das Nachtfahren verzichten. Bis du dann diese Nachprüfung hattest und dann, glaube ich, darfst du, wenn du das bestanden hast, auch nachts fahren. Du darfst dann auch statt 90, 100 km/h auf der Landstraße fahren. Ist komplett realitätsfern, sage ich es mal so. Und außerdem, du hast ja in der Fahrstunde, du hast ja in der Fahrschule, hast du ja Nachtfahrstunden. Das heißt, du lernst alles auch, wie du tagsüber fährst, lernst du ja auch, wie du nachts fährst. Ja, im Dunkeln. Lernst du ja auch in der Fahrschule. Dafür hast du Sonderfahrten, du machst im Dunkeln deine Fahrstunden manchmal. Gerade im Winter hast du sowieso oft im Dunkeln Fahrstunden. Das heißt, du lernst das alles und wirst dann, nachdem du den Führerschein bestanden hast, das erste Mal, wirst du dann gezwungen, nicht mehr nachts zu fahren, obwohl du es ja eigentlich gelernt hast. Man könnte vielleicht sagen, ja, mit dem Gedanken, Jugendliche gehen vielleicht feiern dunkel, dann fahren sie unter Alkoholeinfluss, passieren Unfälle und so weiter und so fort. Aber wegen den paar Idioten, die das machen, alle anderen zu bestrafen, die dann nicht mehr auf die Arbeit kommen zum Beispiel, ist ein bisschen fragwürdig, sagen wir es mal so. Hi, wollen Sie noch mit? Alles klar. Weiß ich nicht. Ich finde, da müsste man irgendwie anders ansetzen und nicht so, indem man wieder alles für die ordentlichen Leute verbietet. Ich finde, da muss man anders ran an die Sache. Ist also auch irgendwie komplett realitätsfern, finde ich persönlich. Nächste Haltestelle. Am Heidering. Und auch das mit der Nachprüfung, wenn man bedenkt, wie teuer so ein Führerschein ist. Beziehungsweise wie teuer er damals schon war, als ich meinen Führerschein gemacht habe, ist ja mittlerweile auch einige Jahre her. Und ich war wirklich schnell mit dem Führerschein durch. Ich habe das durchgezogen, an einem Stück, zack, fertig, aus.
gleich beim ersten Versuch bestanden. Ja, auch bei den Fahrstunden keinerlei extra Fahrstunden gebraucht oder so, sondern nur die Standarddinger durchgezogen, fertig aus, ich konnte Auto fahren, Hi. Prüfung bestanden mit 0 Fehlerpunkten bitte. Und so weiter und so fort. Kein Thema. BC ermäßigt. Und ich war trotzdem, glaube ich, bei knapp 2000 Euro. Ja, nur für das Standardzeug, was man wirklich machen muss, die Pflichtstunden. Kurzstrecke ermäßigt. Da haben wir einmal Bar, glaube ich. Da hat sie mich geröschelt. Haben wir so 30 Cent zurück. Da waren wir schon knapp bei 2000 Euro. Und mittlerweile kostet der Führerschein ja bestimmt das Doppelte fast. Also ich würde da schon mit 3.000, 4.000 Euro rechnen. Vielleicht sogar mehr. Es gibt auch Leute, die brauchen ein bisschen länger. Da haben sie vielleicht 5.000 Euro. Und wenn du dann nach einem Jahr nochmal eine Nachprüfung machen musst, musst du die ja wieder bezahlen. Das heißt, du hast dann nochmal Kosten. Und vielleicht, ich weiß nicht, wenn du mal da durchfällt, musst du ja vielleicht wieder Fahrstunden nehmen und musst dann vielleicht nochmal eine Prüfung hinlegen und dann vielleicht nochmal ein paar Jahre später. Das ist doch irgendwie nicht mehr normal. So, Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen Gegenverkehr ausbremsen, damit ich hier gut rumkomme. Am Flöhnberg. Ford! Mit dem Ford fort und mit der Bahn zurück. Ich bin Fortfahrer, ich darf das sagen. Ich bin schon oft genug mit meinem Ford liegen geblieben. Man muss es auch einfach mal mit Humor nehmen. Nee, aber ich finde ich weiß nicht wirklich, also ich persönlich habe da halt keinerlei Verständnis für, wie man auf solche Ideen kommt. Für mich erschließt sich da kein Grund, außer irgendwie die Leute weiter abschröpfen zu können. Was anderes, muss ich hier gerade überhaupt stehen bleiben? Ja, muss ich, okay. Für mich ergibt sich da einfach keinen Sinn, außer dass man den Leuten noch mehr auf den Sack gehen möchte und dass die Leute halt noch weniger Bock haben, einen Autoführerschein zu machen. Ein anderer Grund fällt mir dafür nicht ein. Ja, aber dann, wenn man halt gerade, wir hatten vorhin das Thema, wenn man dann sieht, ja, Bushaltestellen werden Bushaltestellenhäuschen werden abgeschafft, damit es noch unbequemer ist für die Leute, wenn es regnet, auf den Bus zu warten und so weiter und so fort. Du hast keinerlei Schutz mehr bei Sturm, Gewitter oder sonst was, aber du sollst auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Außerdem, die Preise für den ÖPNV ist auch dermaßen angestiegen, das ist stellenweise auch nicht mehr feierlich. Also, wenn du da hier 3-4 Haltestellen mit dem Stadtbus fahren möchtest, musst du eigentlich schon fast dein erstes Kind abgeben. Ja, an den Busfahrer. Der kann das weiterverkaufen. Nee, keine Ahnung. Es ist wirklich nicht mehr feierlich. Nicht mehr feierlich. Es passt irgendwie alles einfach nicht zusammen, wenn man das so alles hört. Naja. Könnt ihr ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich meine, diese Regelungen sind auch noch nicht durch. Das war jetzt ein Gesetzesvorschlag, glaube ich. Der muss jetzt erst besprochen werden und keine Ahnung. Aber allein diese Ideen zu haben, finde ich schon mal wirklich Wahnsinn. So, der schöne Kreisel. Wenn ich halt bedenke, wie lange meine ältere Schwester gebraucht hat, um mir einen Führerschein zu machen, die hat da echt Probleme mit gehabt. Die hatte, glaube ich, mindestens mal 10.000 Euro für bezahlen müssen. Ich glaube, damals hat sie 5.000 bezahlt oder so, bis sie dann irgendwann mal fertig war. Die hat aber auch echt huiuiui lange gebraucht. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, sie ist immer noch eine Person, mit der ich nicht ganz so gerne fahre. Ich meine mittlerweile, sie fährt recht sicher, aber wenn ich an die frühere Zeit denke, dann graut es mich so ein bisschen. Das ist ja aber gut. Anderes Thema. Das sagt sie aber auch selber, dass sie nicht die beste Autofahrerin ist. Aber naja. Ich habe ja auch schon mal gesagt gehabt, ich finde, manche Leute sollten kein Auto fahren sollen. Auch wenn es meine Schwester ist. Für die Allgemeinheit wäre es damals besser gewesen, sie wäre nicht gefahren. Sagen wir es mal so. Hallo. So, Kurzstrecke. Hi. BC, Kurzstrecke, hallo. In bar bezahlt, 2 Euro. Davon kann man hier nur träumen, von so Preisen mittlerweile. So. Ja, wenn ich hier also an die Bahn denke, habe ich auch schon öfters mal drüber gesprochen. Ja, Bahn kannst du fahren, wenn du vielleicht irgendwann an dein Ziel kommen möchtest. Weil vielleicht irgendwann mal ein Zug kommt. So ist aktuell die Situation bei uns.
Und ich finde es auch geil, die Bahn mobbt sich ja mittlerweile selber mit ihrer eigenen Werbung, weil sie sagt, ja, wir sind total grottig, wir wollen aber investieren, damit wir besser werden. Finde ich geil, dass die Bahn sich selber so mobbt. Finde ich eigentlich komplett durch. Das ist traurig, dass sich so ein großes Unternehmen so selber mobben muss und sagen muss, ja, wir sind momentan extrem kacke eigentlich in der Werbung. Aber wir wollen es besser machen. Und jetzt mit der Fahrplanankündigung im Dezember ist es, glaube ich, haben sie ja schon angekündigt, ja, der Fahrplan wird sich ändern, aber wahrscheinlich werden auch dadurch erstmal mehr Züge ausfallen. Und es wird alles noch schlechter laufen als vorher. Ach, wunderbar. Also da gäbe ich doch gerne meinen Führerschein ab und fahre mit der Bahn. Es ist irgendwie alles so schwierig. Nee, momentan, also bei uns mit der Bahn, ey, wenn du nicht Verspätung hast von 15 bis 20 Minuten, dann fällt dein Zug einfach komplett aus. Du kannst einfach nicht zuverlässig mitfahren. Oh, hier sind normal nur 10 km/h erlaubt. Da sind wir mit 35, aber ein bisschen drüber. So, schön um die Kurve. Wir haben ja dann die Haltestelle hier direkt. Oh, das war jetzt gerade ein bisschen falsch eingebogen. Aber wir kommen mit dem Popo noch rum. So, stehen wir doch einigermaßen gescheit da. Einigermaßen, wenn man ein Auge zudrückt. Oder auch beide. Wenn man aber bedenkt, wie lange man mittlerweile unterwegs ist, um diese Strecke hin und zurück zu fahren. Wie groß die Strecke einfach schon ist. Wir sind jetzt schon über eine Stunde unterwegs. Für hin und zurück. Ich mag auch hier so Situationen, wo einfach ein paar Fahrzeuge an der Straße geparkt sind und man dann auf den Gegenverkehr warten muss. Weil das bremst so ein bisschen die Fahrt aus, beziehungsweise man muss halt da auf was reagieren. Ansonsten hat man ja auch oft bei Bussimulatoren, ja, du hast einfach die ganze Zeit irgendwie freie Strecke, musst auf nichts wirklich achten, kannst überall einfach durchrasen und hier musst du halt doch so ein bisschen auf den Gegenverkehr achten, auch jetzt in dem neuen Gebiet, was ich wirklich sehr cool finde, dass du da auch so drauf achten musst, dass du beim Gegenverkehr vorbeikommst und so weiter. Mega cool. Bringt auf jeden Fall ein bisschen mehr Spannung in so eine Bussimulation rein. Wenn dann vielleicht noch irgendwann KI-Busse unterwegs sind oder halt irgendwann der Multiplayer funktioniert von The Bus, dann hast du da auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr Bewegung drin und noch mehr Sachen, auf die du dich einstellen musst, auf die du reagieren musst. Finde ich gut. Ich bin ja momentan auch wieder am Überlegen, ob ich... Es gibt ein neues DLC für OMSI. Angeblich soll es recht performant laufen. Es soll angeblich recht gut aussehen. Es wäre ein Bus dabei, den ich nicht habe, weil ich habe ja nicht wirklich viele Busse. Ich habe ja nur ein DLC für OMSI. Ich bin mal überlegen, ob ich nochmal OMSI auf dem Kanal anfange, beziehungsweise mal wieder ein, zwei Folgen davon zeige. Moin. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr OMSI sehen Hi. Wollt auf dem Kanal. Ich hatte schon mal damals eine Folge Hallo. Gemacht. Ich brauche einen Fahrschein. Aber mich hat OMSI halt dann irgendwie, ja, dadurch, dass es halt so geruckelt hatte und so weiter, so dermaßen genervt. Und dass der Spiegel nicht funktioniert und so ein Zeugs, dass ich dann halt schnell wieder damit aufgehört habe. Aber es ist halt immer noch ein guter Bussimulator eigentlich. Hallo. Macht auch Spaß, dadurch hier zu fahren. Fahrschein. Weil es Was halt kostet das? So komplett realistisch anfühlt. So, Einzelfahrausweis BC. BC, Einzelfahrausweis kostet 3,80. Wunderbar, kriegst noch 20 Cent zurück. Gute Fahrt. Perfect?
Das ist die Stelle, wo ich immer Bock krieg auf dem Eis. Das ist so gemein platziert. Ja, aber heute Morgen waren es 7 Grad. Total neblig, 7 Grad. Man merkt halt wirklich, dass der Herbst da ist. Auch im Garten. Ich habe gestern gerade angefangen, ja, ein paar Tomatenpflanzen schon mal wegzumachen. Ja, auch die Zucchini-Pflanze habe ich jetzt schon weg, weil die sah auch nicht mehr ganz so sommerlich aus. Die war schon ziemlich angeherbstet. Die hat auch keine Zucchini mehr dran gehabt und so weiter. Die ist fertig. Tomatenpflanzen, wie gesagt, die eine oder andere gibt jetzt auch schon auf. Ist einfach zu kalt. Ja, Tomatenpflanzen gehen so bei ca. 10 Grad ist so die Grenze, wo sie dann sagen, ja, ab jetzt ist Herbst, ab jetzt gehe ich kaputt. Das merkt man halt auch. Heißt, langsam macht man jetzt den Garten winterbereit. Ja, wir stellen auch dann wieder die ein oder andere Sache in den Wintergarten. Zum Beispiel, wir haben eine schöne Bananenpflanze draußen in einem Topf stehen. Die kommt dieses Jahr dann auch in den Wintergarten, damit die da einigermaßen frostsicher steht. Dann haben wir noch so ein schönes Kräuterhochbeet. Das hatten wir mal vor ein paar Jahren selber gebaut gehabt. Und da sind natürlich auch Kräuter drin, die wollen auch nicht wirklich in den Minustemperaturen stehen. Die kommen dann auch in den Wintergarten oder halt in die Garage rein. Mal gucken, wo dann Platz ist. Garage ist halt immer noch so ein bisschen schwierig, weil wir halt immer noch mit dem Wasserschaden zu kämpfen haben. Aber da gibt es positive Nachrichten. Kann ich ja gerade hier mal ansprechen. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Am Montag. Montag ist, ich muss gerade gucken, welches Datum ist denn überhaupt Montag. Montag ist der 9. Der 9.10. Am 9.10. kommt wieder die Firma vorbei, die nach den Trockengeräten schaut. Und so wie sie es angehört hat, wollen sie jetzt nach circa 3 Wochen und ein bisschen was die Trockengeräte endlich abholen. Ich hoffe mal, dass die Werte diesmal passen. Aber es hieß am Telefon, sie kommen vorbei, um die Trockengeräte abzuholen. Nicht mehr zum Messen, sondern abholen direkt. Die waren jetzt lang genug da. Das heißt, wir können vielleicht dann Montagabend anfangen mit dem Tapezieren. Turmerlebnis City. Wenn alles dann gut läuft, dann ist man vielleicht dann Ende der Woche mit dem Tapezieren fertig und vielleicht auch sogar schon mit einem neuen Laminat. Weil wir haben ja alle schon zu Hause. Wir sind ja direkt Startklar. Sobald die weg sind, können wir anfangen. Das heißt, wir haben vielleicht das Glück, beziehungsweise theoretisch könnte man, sobald die Trockengeräte draußen sind, schon wieder das Bett hinstellen und könnte erstmal so in der Baustelle schon mal schlafen. Das ist alles besser, auch wenn man das Bett dann am nächsten Tag wieder wegräumt, beziehungsweise wieder die Matratze weg vielleicht und Lattenrost und so weiter. Das ist alles schon mal angenehmer, es ist schon mal besser, als auf dem Sofa zu liegen oder auf dem Boden, auf der Matratze zu schlafen. Es ist wirklich alles besser. So, BC, 4 Fahrtenkarte. Entschuldigung. Kartenterminal, Sie dürfen. Und ich freue mich einfach mega drauf, wenn dieses Kackenbrumme weg ist im Hintergrund. Man hört zum Glück nicht auf den Videos, weil das Schlafzimmer ist doch ein bisschen weit weg. Wären die anderen Gebläse alle angewiesen, hätte man das sehr wahrscheinlich auch gehört. Hätten wir auch kein Auge zumachen können. Aber Gott sei Dank, unsere Haussicherung hat geregelt. Sobald ein paar mehr Geräte an waren, ist die Sicherung rausgeflogen. Ach, altes Haus. Für manche Sachen doch gut zu gebrauchen. Nee, Quatsch. Natürlich wäre es schon gut gewesen, wenn die anderen Geräte auch gelaufen wären. So, ABC. 4 Fahrtenkarte. Bezahlt. Bar. Gute Fahrt. So, mit dem LKW wird es jetzt ein bisschen knackig. Aber wir können noch ein paar Zentimeter rüberfahren. Dann kommen wir normal mit dem Spiegel dran vorbei. Kommen auch so dran vorbei normalerweise. Ja, da ist genug Platz. Sehr gut. Wir waren auch gestern mal ganz modern unterwegs. Wir waren gestern mal beim Globus einkaufen. Globus hat ja auch so ein Shop-and-Go. Feature. Ja, man kann also quasi sich so ein Gerät an der Info nehmen und kann dann seine Sachen selber einscannen, die man in den Wagen legt, geht dann einfach nur noch an die Selbstbezahlerkasse, scannt einen Code ab und kann dann quasi den Laden verlassen und hat dann bezahlt und fertig aus. Das haben wir gestern mal ausprobiert, beziehungsweise wir haben nicht so ein Gerät genommen, ich habe mein Handy dafür eingerichtet, dass wir das machen konnten, aber das war schon ein ganz schöner Akt, aber am Ende, es hat funktioniert, es war aber auch ein bisschen blöd, weil im Globus drinne an der einen Stelle, also die haben an zwei Punkten quasi eine Station, wo man sich so Geräte nehmen kann oder halt das Handy startklar machen kann. Und bei der einen Station haben die einfach keinen Code, um es mit dem Handy einzuscannen.
Und da waren wir erst, habe ich mir gedacht, hä, das Handy sagt, ihr sollt einen Code abscannen, da ist aber nichts. Dann sind wir zu der anderen Station gelaufen, da, siehe da, da hat ein Zettel gehangen mit einem Code, konnte man abscannen und dann konnte man loslegen und sich selber die Produkte abscannen. Hat aber dann auch wirklich gut funktioniert. Das Einzige, was so ein bisschen doof war, ist mein Handy-Akku. Der hat es nicht so ganz gemocht. Aber mein altes Handy, ich habe noch ein iPhone XS. Ja, uraltes Ding. Ist nicht mehr das Jüngste. Aber gut, es hat, wie gesagt, funktioniert. Dann konnte man am Ende zur Selbstbedienerkasse gehen, musste da noch einen Code abscannen, dass man jetzt quasi den Einkauf beendet, konnte dann den Code abscannen lassen von der Kasse und dann mit Karte bezahlen und fertig ist. Also es war eigentlich wirklich praktisch. Wir waren so schnell dann wieder raus aus dem Laden. Man muss halt bei der Kasse dann die ganzen Sachen nicht mehr ausladen und so weiter. Also es hat schon Vorteile. Natürlich ist es wieder so eine doofe Sache. Man spart dadurch Mitarbeiter ein. Aber naja, ich glaube, das kann man nicht mehr verhindern. Na gut, wir kommen dann langsam ans Ende der Folge. Wir haben unsere Fahrt beendet. Wir waren jetzt 1 Stunde 11 Minuten für hin und zurück unterwegs. Lange Zeit, aber hat mega Bock gemacht. Mir gefällt das neue Gebiet auf jeden Fall richtig gut. Ich hoffe euch auch. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Der gute Willi, der Mod-Ersteller, wird das bestimmt dann auch lesen und sehen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und natürlich gerne auch die Videos teilen und den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen, würde sehr weiterhelfen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.